Ja, meine Lieben, ich habe es jetzt gleich geschafft. Ich bin jetzt wieder zurück in die Zivilisation. Fahre wieder gerade ein. Gleich, und zwar nach Manitoba. Und da wird die Straße irgendwann wieder etwas breiter werden. Welcome to Manitoba! So, jetzt müssen wir natürlich gleich mal gucken. There we go. Jetzt müssen wir mal kicken, ob die. Jetzt kommt da die. Ein Flushing, 300 Meter left. Waage hat mal wieder auf. Das ist hier auch, also gefährlicher jetzt eigentlich ja nicht. Aber so im sonnigen Wetter wird schon mal. Der Sonne entgegen. Geht's jetzt in 2,4 Meilen links weg. Jo, nach drei Tagen erreicht. Doch noch ganz gut, der Plan war eigentlich heute Morgen, aber jetzt ist Mittag, okay, dann passt alles trotzdem noch. Und haut alles hin. Da kommt ein Flieger rein, seht ihr den? Der ist ein bisschen mit der Sonne jetzt so ein bisschen Kontakt hier. Ein Flieger. Was ist das für ein Flieger? Propeller oder was ist das? Keine Ahnung. Ein bisschen viel Krempel da oben. Straße aufpassen hier, sollen wir mal Flugzeuge gucken hier. Habe ich ja gesagt, wir sind in der Nähe vom Flughafen. 1,5 Meilen, da muss ich links abbiegen. Ich werde mir jetzt mal so langsam rüber schnummeln hier. Ein bisschen weiter drin, als ich vermutet hatte.
Meile. McDonald's oder Tim Horton, da ist immer die Hölle los. Feinste Food. Hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Your destination is on the right. Schön. Da fahren wir dann mal hoch, würde ich sagen. Da brauchen wir nicht raus. Das ist ja eindeutig, weil ruf muss ich so oder so. Ich muss aber wieder irgendwo umdrehen. Das ist echt letzte Bude und that's it. Fuß ist immer ein bisschen Arneitel. Wenn ich jetzt drauf, ich bin jetzt drauf. Perfekt. So, jetzt gehe ich erstmal hin fragen. Good, not too bad. I'm right here. Pardon me? I got some hydrants for you. Okay. If you just want to be all in the middle somewhere over there. Over there? Yeah. Can I go around there, yeah? Yeah, you can. And then I park in the middle over there. Yeah, just in the middle there is good. Thank all you. Right. Naja, geht doch. Spricht er wie in England? Pardon me? So, jetzt werden wir erstmal ausholen hier, wie ein Weltmeister. Oh. Na, so viel ist mir nicht hier, wenn wir gut passen. Ein paar Gebäude noch stehen lässt. Überall, wo wir hinkommen, sind Pipes. Pipefritzen. Oh ja, das geht ja hier. Oh, wo bin ich jetzt wieder rübergefahren? Ach, Schnee. Ich muss hier ein bisschen, weil die Rohre wieder auf der Ecke liegen. Ah, hier sind die halt dran. Hier seht ihr sie schon. So was kriegen die. Geht mal davon aus, ich kann da vorne wieder schön rausfahren. Hier bleiben wir. Angekommen. So, jetzt gehen wir mal schnell mal auf, weil ich brauche meine Fahrzeit halt noch. Ihr wisst ja. Also. Deswegen erstmal umziehen und dann geht los.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon lange unterwegs, seit 5 Stunden, fast seit 5,5 Stunden. Wir fahren jetzt gleich nach Alberta ein. Ihr seht, so ein bisschen Wetter hat auch ein bisschen was, finde ich. Es ist trocken. Es ist so die letzten Meilen von Saskatchewan. Und dann bin ich auch schon in Alberta, habe noch 35 Meilen bis zur Abfahrt zum Kunden. Ich fahre ja heute mal von der anderen Seite ran. Ich habe mir das gestern Abend nochmal angeguckt, die Firma. Ja, mal. Ich muss eh mal rechts abbiegen jetzt in Medicine Hat und umgehe die City. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich mir da ausgesucht habe. Aber mein Navi sagt, ja, kannst du machen. Und naja, schauen wir mal. Es ist natürlich wieder windig hier, wie doll und verrückt. Von vorne natürlich. Also mein Truck hat wieder heftig zu arbeiten. Ja, ansonsten finde ich das hier eigentlich so als Landschaft auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ein bisschen nebelig so. Erinnert mich ja, wie ich jetzt schon mal gesagt habe, eigentlich so an Schottland. So ein bisschen die Vorboten von der Highlands, so würde ich sagen. So, jetzt sind wir abgefahren, Dunmore Road, so LKWs, alle Richtungen. Ne? Siehst du, das scheint ja doch zu funktionieren, wie ich mir das so. Keep right at the fork, then turn right onto Dunmore Road southeast. Keep right on the fork, ja, mach ich doch. Ja,
Arm oder alles. Turn right on the Dunmore Road southeast. In 600 meters, turn right onto Cary Drive southeast. Müssen wir gleich mal abbiegen wieder. Achso, ich könnte mal die Scheibe drüber machen, das wäre mal eine Variante. Schauen wir mal. Eigentlich soll ich normalerweise die City ja nicht berühren. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich kann auch die Dunmore Road weiterfahren, der geht auch noch. Das habe ich mir auch noch einen ausgedacht. Aber ja, aber hier schon mal ein Big Traffic Sign, das ist schon mal gut. Macht es ein bisschen einfacher. So kriegen wir da rumkommen. Turn right onto Cary Drive southeast. Ja. Man fährt am besten for 4 kilometers. Immer schön langsam. Schon mal sehr drum gekommen. So, eigentlich wollte ich jetzt nur noch 4 Kilometer die Straße weiterfahren und dann muss ich links abbiegen und dann müsste die Firma da sein. Eigentlich. Das ist eine Nachteil für euch heute, weil ihr habt keine City. Deswegen kann man 2 Meilen, soll ich abbiegen und dann bin ich da. Naja. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist sozusagen am Rande der Stadt, wenn man so will. Oh, wir gehen zu tief. Oh, muss ja geradeaus. Denn ich habe ja damals gesehen, als ich rausgefahren bin aus der Bude und dann links abgebogen bin wieder Richtung City, da war auch ein LKW-Sign rechts lang. Ja, und sieht doch nicht aus, als ob hier irgendwo eine Brücke kommt. Ne, ist jetzt jedenfalls nicht. Brücken würde er mir eigentlich sagen, hier geht nicht, weil das macht das Navi eigentlich schon. Ja, doch eine kommt, glaube ich, ja. Nee, nicht. Ich fahre ganz dicht an den Bahngleise vorbei. Das ist genau die Route, die ich fahren will. Soll ich die aufpassen, dass ich richtig abbiege? Links, klar, logisch. Hier wieder Mistbau.
Hab erst geguckt, ob ich drüben auf der anderen Seite, aber da komme ich nie über die Bahngleise. Das ist ein Industrial Drive. Der wäre auch etwas bigger gewesen, aber hier ist das okay. Ich denke mal, wenn das so funktioniert, dann bin ich schon ganz gut hier. Wo sind wir hier? Auf dem Gary Drive, Southeast. Hier fahre ich wieder raus. Aber das ist ja schmerzfrei. Eine Meile sollte schon links abgehen. Ah ja, jetzt weiß ich, warum ich hier nicht auf den Industrial drüben, weil der ist ja hier tief im Tale. Ach so. Jo, da vorne ist es. Da ist die Bude. Ich sehe sie ja von hier so ja schon. Ey, das ist ja einfach. So habe ich euch natürlich wieder die Stadtrundfahrt genommen, aber... In dem Moment war das jetzt für mich ganz gut. So, nach über 4000 Kilometer endlich wieder angekommen. Nicht on time, aber das sei es drum. Das ist nicht so dramatisch, glaube ich. So, jetzt hier wieder hier abbiegen, weil das funktioniert nicht. Hier vorne. Ist irgend so ein... Ah, doch, hier. 400 meters, turn left onto Smelter Avenue Southeast. Vorne ist links ab hier Spur, ja, siehst du? Hier ist die Bude. On the left side. Ja, perfekt doch. Absolut perfekt. Turn left on Smelter Avenue Southeast. Then your destination will be on the left. Diesmal geht nicht schief. Sauber hingekriegt diesmal. Da haben wir richtig, richtig Zeit und Weg gespart. Lobt da. Jetzt fahren wir hier gleich rein. Your destination is on the left. Schönen guten Tag. Bin leer. Ey, ist das arschkalt hier? Meine Fresse. Der Wind, der bläst so kalt, so von der Sache ist es ja nicht, aber der Wind ist halt so ziemlich. Ich bin ja leer, bin jetzt gerade am Flying J, habe getankt. Ich will da vergessen, meine Mülltüte, dann muss ich heute Abend nochmal meine Mülltüte rauszubringen. So, Kofferraum bereit. Ich habe meine Rückladung. Jetzt noch nicht auf dem Trailer, aber ich kriege meine Rückladung morgen früh, was super ist. Und dann geht es nach St. John, also komplett zurück. Dann geht es von da 4.500 Kilometer zurück. Mit Ladung. Und zwar, nee, ein bisschen mehr so, ja, weil ich muss nach Edmonton. Edmonton, Alberta. Und zu diesem Zwecke habe ich noch schnell getankt. Apropos tanken, muss ich jetzt nochmal kontrollieren. Ich glaube, die Tankdeckel waren zu. Ich glaube zumindest. Ich weiß es wohl nicht genau. So, meine Lieben, ich bin jetzt... ja, wo bin ich? Kurz vor Calgary, oder? Calgary ist da hinten. Links erscheint es. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ziemlich... Ich bin jetzt 3,1 Meilen weg vom Abzweig. Dann jetzt, ich fahre im Prinzip außen rum, den Außenring. Das ist wie so ein Ring. Oder halber, weiß ich nicht, genau.
auf die 201 und dann jetzt Richtung Norden, Richtung Edmonton. Der Tag geht hier auch langsam zu Ende. Wir haben es ja 4 Uhr. Also 7 Stunden weiter bei euch. Dann wisst ihr, wie spät er bei euch ist. Weil ich habe ja hier zu New Brunswick schon mal 3 Stunden Zeitunterschied. Und ja, jeder Tag aber auch bald zu Ende. Es ist leider kein Sonnenuntergang zu sehen, so richtig, weil es ein bisschen bewölkt. Aber es ist trocken. Ab und zu hat man mal so kleine Verwehungen von Schnee, je nachdem wie der Wind steht. Aber jetzt dürfte der Wind natürlich, weil ich jetzt nach Edmonton fahre, wieder von vorne haben, von wo sonst hier. Zwei Meilen sind wir beim Abzweig geradeaus, wenn man geradeaus fahren würde. Dann jetzt direkt ins City Center. Oder jetzt direkt in die City von Calgary. Das ist Red Deer bei Nacht oder bei Abend. So bin ich eigentlich schon wieder an der Mittelspur. Das ist gut, so automatisch. Aber die rechte sieht doch nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sein. Sinn hier zu fahren. Die rechte Spur hat so ein bisschen Schnee und ja, wer weiß, ob da noch ein bisschen Eis dabei ist. Wollen wir ja nicht riskieren. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt hier in Edmonton, Alberta. Alberta, Edmonton. Sherwood Park. Ich habe 9 Uhr Termin zum Laden, es ist noch nicht mal 8 Uhr. Ich brauche nicht allzu lange hin. War drüben Flying J. Ist ein Stück zu laufen, weil ich stehe ziemlich weit hinten. Ziemlich weit hinten heißt. Ja, man kann nicht viel sehen. Weil hier geht die Sonne erst um 9 auf. Das ist das Problem. Ja, stehe auf jeden Fall hier hinten. Und jetzt mache ich mal die Scheibe runter. Das ist doch ein Unterschied. Ne? So, es wird ein schöner Tag heute, aber ein kalter Tag. Denn um 9 Uhr werden wir minus 26 haben, wenn ich laden soll. Naja, es ist halt so. Kann ich gleich mal testen, ob ich die richtigen Klamotten habe. Ich habe ja so ein Michelin-Overall auch. Michelin-Männchen überall gefüttert und mal gucken, ob das alles funktioniert, weil das Laden dauert ja doch ungefähr immer so um die Stunde, 2 Stunden mit Gurten und so weiter. Wollen wir mal sehen, ob das sich bewährt. Überall natürlich wieder Zwiebelprinzip, klar, logisch. Nicht, dass man heult, wenn man sich anzieht oder auszieht, sondern einfach mal die Schichten übereinander packt, so ein bisschen. Gleich bei den Händen, da versuche ich auch mal, Mike hört mal ein kleines Experiment, weil gestern, wie gesagt, es ist schon, wenn du nur die Arbeitshandschuhe anhast, da die Fingerspitzen, die sind dann teilweise schon nicht mehr so zu fühlen, weißt du, und dann pumpst du immer mit den Händen so, dass sie das wieder, und dann werden sie auch wieder warm und nach einer Weile geht es ja auch, aber ich habe mal gedacht, ich habe jetzt mir so ein paar Handschuhe besorgt, die jetzt, sagen wir mal, relativ dünn, aber warm sein sollen. Und die jetzt auch unter den Arbeitshandschuhen mal anziehen will und gucken, ob ich damit noch flexibel noch bleibe, um zu gurten.
und dann mal gucken, ob das funktioniert. Ähnlich im Prinzip. Ich bin ja normalerweise nicht so. So bis minus 10 stört mich eigentlich wenig irgendwas, muss ich sagen. Aber so bei minus 26, da merkst du das dann ja auch ruckzuck im Gesicht, in den Augen. Und da habe ich zum Beispiel jetzt gemerkt, da ist die Maske ja nicht schlecht, die man tragen muss. Ne? Wenn du durch die Gegend läufst. Funktioniert die ganz gut. Also in Kälte ist die ja nicht mehr so schlecht. Für den Rest kann ich sie nicht leiden, aber passt schon. Ne, ihr habt natürlich ja, Kopfbedeckung und so weiter und so fort. Mal kicken, ob es geht. Es geht ja bloß darum, weil man ja, wenn man die Tour hier fahren, man muss ja irgendwo dafür gerüstet sein, dass man laden muss und auch teilweise mal stehen muss oder draußen irgendwas machen muss. Und da sollte man schon alles haben. Ich habe einen Overall für normale Witterungsumstände, like Herbst und Frühjahr und sowas alles, oder für Sommer kann ich den nur nehmen. Das ist kein Problem. Aber ich habe natürlich auch einen für den Winter, weil ich werde sehen, ich werde heute ausprobieren. Ich habe mir ja letztes Jahr schon ausprobiert, aber da hatten wir ja nicht die Temperaturen, sag mal, die wir jetzt hier oben haben in Alberta. Truck läuft, ist die ganze Nacht durchgelaufen, relativ gut. Ich habe ja mal ein bisschen was in die Uhr gemacht, so dass ich eigentlich auch ganz gut schlafen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier hinten, hier neben mir steht noch ein Truck, den habe ich aber nicht gehört, der hat auch voll geeidelt. So dass die Temperatur und die Öltemperatur auch dementsprechend hoch sind, dann alle vernünftig gesmiert wird, nicht? Und ja, Priester war ich schon fertig. Jetzt wird gleich On-Duty gehen um 8, Viertelstunde. Und dann fahre ich dahin. 9 Uhr Termin, laden und dann werden wir mal sehen, ab dafür. Wenn wir in die zum Kunden fahren, der ist nicht weit weg. Und dann werden wir laden und dann muss man mal gucken, wie viele Stunden ich da noch übrig habe. Und dann werde ich mal sehen, wie weit ich komme und wohin ich komme. Vielleicht bin ich auch wieder hier, muss man mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Also, dann mal bis später. Da sitzt hier mal hinten ein Trailer drin. Ich bin ja nun mal nicht weggekommen. Jetzt müssen wir rechts. In 300 meters, your destination will be on the left. Ah ja, dann muss ich hier weiterfahren, dann ist alles klar. Denn ist alles klar. Jetzt kommt es mir wieder ins Bild. Da ist die Stube, die Bude, die Stube. So, das ist hier RET. Das ist noch nicht richtig. Jetzt kommen wir mal an die erste Einfahrt. Genau, das habe ich gesehen. Hier darf ich nicht. Ich muss an die East Gate. So. Kriege ich hier, sieht aus wie Scaffolding, also die Rüste. Your destination is on the left. So, hier müssen wir rein. Boah, ist aber wieder geil hier.
da komme ich, komm ich da so rum hin? PB received in yard, hard head, safety boots, safety glasses, highways gloating, hearing protection. Fuck's sake. Titra Trollala. Oh, jetzt kommt wieder mal drin hier, weil ihr wisst ja, wenn ich hier langweilt, oh, King hier abfährt. Oh, that's a new deny. That's great, thank you. Jo. Nee, ich stehe, ich warte. Ich war jetzt. Ja, wie soll ich? Ich habe immer Langeweile. Und ich muss dann immer irgendwas machen. Weißt du, wenn ich jetzt keine Videos mache oder so oder schneide, dann muss ich immer irgendwas machen. Und jetzt habe ich draußen, weil das Wetter ja schön ist, weißt du, und ja auch nicht so kalt, haben wir vorne jetzt noch so eine Haubenverkleidung vorne vom Dings. Die ist so ausgespart, so dass sie nicht komplett verkleidet ist, so ein Winter. Das Winter-Package, damit die Temperatur, wie gesagt, länger gehalten wird und ja, halt nicht so schnell auskühlt. Ne? Und ich habe mir gedacht, weißt du was, du stehst jetzt in den nächsten zwei Tagen bei minus 26, minus 27, dann wirst du da Dinge mal anbauen, weißt du. Da musst du vielleicht nicht so viel eilen oder so hoch eilen, wenn der Wind jetzt vorne drin bläst, gibt er vielleicht doch ein bisschen mehr, hält er wahrscheinlich doch ein bisschen mehr die Wärme. Und das habe ich jetzt noch schnell schön angebaut, habe mir meine Kabelbinder genommen aus dem Seitenfach und dann angefangen. Aber ich habe mich gefroren, also meine Finger waren, der 2-Handschuh-System funktioniert wahrscheinlich auch gut. Nicht ganz so gut, wie ich mir das dachte, aber es funktioniert. Es funktioniert. Und gerade die Kabelbinder, nur mit die dünnen Handschuhe gemacht, das Ding eigentlich auch. Solange du die Finger in Bewegung hast, ist alles in Ordnung. Mittlerweile haben wir minus 26 hier. Also alles im grünen Bereich. Jo. Zeigt er mir immer noch an. Soll aber, ich denke mal, wenn die Sonne jetzt hier rumkommt, dann geht ruckzuck auf runter. Was soll denn hier die maximale Temperatur heute werden? 21. Minus 21. Ja, für Freitag haben sie 29 angesagt. Minus 29 und ab Tage minus 20. Der Winter ist hier. Naja. Und Eberts hat mich noch schön angebaut. Jetzt ist alles schick. Habe ich den auch erledigt, wollte ich mit meinem Reset nicht machen. Und jetzt soll der. Ich warte auf den Traktor, der kommt von Fort McMurray. Und den seine Ladung soll ich übernehmen, quasi. Nun stehe ich hier schon als gut, ich habe hinten halt schon offen. Jetzt warte ich im Prinzip nur noch, dass der kommt und wir umschmeißen können. Und es könnte sich so gerne aussehen, was ich nach Saskatoon komme heute. Wenn alles, was unter 5 Stunden ist, was ich nachher übrig habe, bringt mir nicht wirklich weiter. Oh ja. So, das ist mein Abschluss. Mein Lauf. Ich bin nach Hause geworden. Mann. So ist meine Ladung. Alles ist knapp unter dem Dach. Straps, die gucken wir nochmal von hinten hin. Regalsystem. Regalsystem. Ey. Geh mir um den Keks mit dem Bereich. Komm mal, hier. Klingt der blöde manchmal. So, ich habe mich schon zugezogen. Bin jetzt hier schon 3 Stunden draußen. Und mach den Scheiß hier. Umpacken, weil das tat mir rübergehen richtig. Wisst ihr? So. Muss wahrscheinlich nochmal hochkriechen. Dass ich da oben die Ding wieder rüber kriege. Na ja, mal sehen. Ich muss mal gucken, ob ich es rüber gezogen kriege oder nicht. Jo. So schaut's aus.
mache jetzt Klappe zu und dann ist schick hier. Und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Dann kommt die große Überraschung. Ich habe bestimmt 3-4 Stunden hier gebraucht jetzt. Aber ich friere zumindest nicht, weil ich gut angekleidet bin. Vom Kopf bis Fuß. Ja, mit Helm. So, wir sehen uns. So, alle guckt mal schön dahin jetzt. Weil ich gehe jetzt mir erstmal umziehen. Wo steht er? So, auf geht's nach Saskatoon. Hi. Ich sehe wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Wow. 4 Stunden 24, seitdem ich hier bin. Müsste sie aussehen mit Saskatoon eigentlich. Ja, ich denke mal, ich fahre nach Saskatoon, tanke da und mache den Feierabend. Seid einverstanden? Denkbar. Das war, mir war nicht kalt. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass mir kalt ist. Und dass ich schwitzt. Oh. Das Problem ist, da wo du die Gurte durchmachst und die Haken durchmachst und wieder einhängst, da sind Gummilippen. So dass kein Dreck rumkommt, ist klar, macht Sinn, damit die Rollen von den Rollvorhang oder von dem Rolltab nicht verdrecken. Ja? Das Problem ist jetzt im Winter, ist die Gummilippen halt steif wie ein Brett. Und dann musst du den Haken da durchmachen und Handschuh und Finger, und dann habe ich mir aber jetzt was einfallen lassen. So ein mit so einem kleinen Haken, wo ich ein bisschen Druck machen kann, sodass ich jetzt dann durchziehen kann. Weil die Gummilippe ist ja krass. Rauskommen. Also, halt. Müssen wir mal kicken, jetzt hat Dispatch hier geschrieben kurz. Muss ich euch noch wegstellen. Mann. Oh, jetzt bin ich ein bisschen kaputt. Kaputt gemacht. Also wie kaputt gemacht. Ja, warte nur. Kannst du mal so durchfahren? Ich würde ja losfahren. When we began, swear we had something. Something that would last. Baby has a feeling best. Falling in was easy. How do I make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried. Under a thing as good as what we have. Is it a rule? What's good is worth the fighting. There ain't no denying that you and I were made to last. Falling in was easy. How can we make it stay?